Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, Jesus setzt bei einer sehr menschlichen Erfahrung an, die uns vielleicht vertraut ist. Wie schnell geschieht das? Vielleicht kennen wir das von uns selber. Wir werden angesprochen, wir werden etwas gefragt, wir werden um einen Gefallen gebeten und wir sagen, ja, ja, natürlich. Und wir drehen uns um und es ist weg. Oft ist es gar keine böse Absicht, aber manchmal will man nur seine Ruhe haben und sagt, ja, ja. Und aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann gibt es die zweite Sorte Menschen, die zunächst einmal immer Nein sagen und unwillig sind und sagen, lass mich doch in Ruhe. Aber dann arbeitet dieses Wort, diese Anfrage, dieser Wunsch in diesen etwas unwirschen Figuren und lässt sie dann doch nicht in Ruhe. Und sie gehen hin und tun das. Das ist sozusagen die menschliche Oberfläche unserer Erfahrung, bei der Jesus hier ansetzt. Und er benutzt diese Erfahrung im Streitgespräch mit den religiösen Autoritäten seiner Zeit. Denn es ist hilfreich, dass wir das nicht nur irgendwie als eine Sentenz oder als eine nette Geschichte verstehen und sagen, ja, ja, das stimmt, solche Menschen gibt es und ich gehöre vielleicht zur ersten Sorte und dann zur zweiten Sorte und die Moral von der Geschichte ist, ich bessere mich nicht oder doch, wie auch immer. Das ist ein bisschen zu billig. Wenn wir hier ins 21. Kapitel bei Matthäus schauen, dann sehen wir, dass die Tempelreinigung, die Austreibung der Käufer aus dem Tempel unmittelbar unserer Szene vorangeht. Und Jesus ist konfrontiert mit dem Misserfolg seiner Sendung. Das, wozu er gekommen ist, das auserwählte Volk Gottes zu Gott zurückzuführen, es zu gewinnen. Es ist mit Händen zu greifen, dass das scheitert. Die ganze Predigt, okay, so ein paar Apostel und bei aller Hochschätzung, wir wissen, wie es um die bestellt ist, das wird nicht mehr lange dauern, sind die auch alle weg. Zunächst einmal. Wenn es wirklich eng wird um Jesus, sind sie weg. Vorher die große Lippe und dann reiß aus. Und dann diese Personengruppe, die wir vielleicht alle nicht mögen, die Erpressenden, Erpressten, die Zöllner, und die Damen vom entsprechenden Gewerbe. Ist jetzt nicht gerade so der große Erfolg einer Missionspredigt für einen, der von sich sagt, dass er von Gott selber kommt und dass er das entscheidende Wort zu sagen hat und dass von diesem Wort, dass man es befolgt, alles abhängt. Essig auf der ganzen Linie. Jesus sieht dem ins Auge. Und nicht umsonst nimmt er Bezug auf Johannes den Täufer, den er an anderer Stelle den größten Menschen nennt. Auch dessen Mission ist gescheitert. Jesus erinnert die Autoritäten daran. Ihr habt es gehört, ihr habt ihm nicht geglaubt. Aber hier diese zweifelhaften Figuren, die haben ihm geglaubt. Und das habt ihr gesehen und ihr habt immer noch nicht verstanden, was Umkehr ist. Geschweige denn diese Umkehr zu tun. Was bleibt also? Der Apostel Paulus hilft uns heute mit der Lesung aus dem Philipperbrief im 2. Kapitel, die Tiefe dessen, worum es in unserem Evangelium geht, zu verstehen. Weil Paulus mit einem Hymnus, den er selber schon in der Gemeinde vorfindet, den er nicht selber geschrieben hat, sondern den man offenbar im frühchristlichen Gottesdienst schon gesungen hat, den zitiert er hier, um uns zu helfen, dass wir das Evangelium verstehen und den Philippern damals und all den Gemeinden, die diesen Brief gelesen haben und den unbedingt haben wollten, weil sie wussten, die Worte des Paulus sind Gefäße des Geistes. Die sind nicht nur Philippi oder für Ephesus oder für Korinth, sondern sie sagen uns allen etwas, auch heute uns hier, heute Morgen, wie es immer ist mit dem Wort Gottes. Am Ende wird nicht mehr geredet,
Am Ende kommt es nur noch darauf an, etwas zu tun. Damit ist aber nicht irgendeinem blinden Aktionismus Tür und Tor geöffnet, sondern es kommt darauf an, den Willen Gottes zu tun. Nicht das große Larifari, die großen Reden oder eine vernünftige Predigt oder was auch immer, gilt alles nicht, sondern das Tun gilt. Es zieht sich, wir begegnen dem überall, besonders bei Matthäus, den wir in diesem Jahr lesen. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, der hat sein Haus auf Fels gebaut, sagt Jesus am Ende der Bergpredigt. Und auch hier, mit diesem Hymnus, den Paulus zitiert, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er wurde wie ein Sklave. Er wurde der letzte Dreck dieser Welt, an dem sich jeder die Füße abgeputzt hat. Jeder. Mit seiner Schuld. Mit seinem ganzen Schlamassel, den er sich in seinem Leben zusammenbraut. So wurde er und hat das alles genommen. Und, liebe Schwestern und Brüder, es fällt kein Wort. Unser Bild, das wir vor einigen Wochen eingesegnet haben, diese moderne Ikone, kann uns helfen, das zu verstehen. Dieser schweigende Christus. Er ist ganz dem Willen des Vaters gehorsam. Er verstummt vor seinen Richtern, wie es schon der Psalm sagt. Und dennoch genau so tut er den Willen Gottes. Er nimmt es auf sich, dieses Sklavenhafte, dieses Schicksal, den Misserfolg seiner Sendung, das, was man in Zahlen gar nicht, was sich in Promille kaum bemessen lässt, diesen Misserfolg. Eine Predigt, die sich ins Nichts verflüchtet, zweifelhafte Heilungen. Wen interessiert es am Ende noch? Er wird hingerichtet. Er stirbt den Tod am Kreuz. Und genau so gewinnt er den Namen, der größer ist als alle Namen. Diesen Hymnus zitiert Paulus in einer Situation, in der er versucht, seiner Gemeinde und uns einzuschärfen: Lernt doch davon. Es kommt nicht auf die großen Reden an. Vielleicht sind wir im Verhältnis zu Gott manchmal bockig. Wie dieser zweite Sohn, der sagt, nee, mache ich nicht. Aber es arbeitet in uns. Aber zumindest hat auch der zweite Sohn eine Voraussetzung. Er hört die Stimme des Vaters. Und das ist die Ausgangsposition für uns alle. Für die zunächst Willigen und die dann doch nichts auf die Reihe kriegen und nichts machen und das an sich vorbeirauschen lassen und meinen, sie haben Ja, Ja gesagt und damit sei schon alles getan. Wie für die Bockigen unter uns. Das Wichtige ist, diesen Anspruch Gottes zu hören und ihn nicht gleich beiseite zu schieben. Wir haben immer 100 Gründe zu sagen, ja, jetzt dem Willen Gottes will ich sicher noch irgendwann entsprechen, aber jetzt gerade bin ich damit beschäftigt, die Steuererklärung auszufüllen oder ich muss jetzt in den Garten oder sonst irgendwas tun. Wir finden immer etwas. Aber solange wir dieses Wort in uns aufnehmen, arbeitet es in uns wie ein Ferment. Es lässt uns nicht in Ruhe und das ist gut so. Denn das Wort Gottes ist uns nicht gesagt, damit es uns in Ruhe lässt oder damit wir friedliche Tage haben, sondern es ist wie ein Feuer, das in uns brennt, das uns nicht nur reinigt, sondern uns entzündet, damit wir zu leuchten beginnen. Dieses schöne Wort, das uns Jesus auch im Matthäusevangelium schenkt. Wie ein Licht, das auf den Leuchter gestellt wird. Wie eine Stadt auf dem Berg. Immer wenn wir solchen Menschen begegnen, liebe Schwestern und Brüder, mögen sie noch so schwierig oder verkorkst sein, vielleicht so wie Zöllner und Dirnen. Oder wir könnten andere Beispiele, vielleicht modernere, bringen. Bei ihnen leuchtet manchmal etwas auf, was man bei uns manchmal schmerzlich vermisst, die wir in der Gefahr stehen, so schnell Ja, Ja zu sagen. Und dann den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Das ist nicht Christentum. Paulus macht es mit diesem großen Bogen im zweiten Kapitel des Philipperbriefes deutlich. Und das ist das, was Jesus heute meint. Nicht
das, was von den Lippen kommt, zählt, sondern manchmal das Verstummen, das Schweigen. Aber das Entscheidende ist das Tun. Nicht irgendetwas, sondern dieses Wort, das in uns wächst, das uns beunruhigt und das in uns arbeitet, als den Willen Gottes erkennen und ihm allein folgen.